Über uns sollte man wissen, dass wir Zwillinge sind. Und über uns sollte man wissen, dass wir schon seit unserem 8. Lebensmonat in Österreich sind. Wir sind in Österreich, weil wir im Zuge des Jugoslawienkriegs nach Österreich gelangt sind. An unserem Leben in Österreich schätzen wir am meisten, dass wir uns sowohl sportlich als auch beruflich die Möglichkeit hatten, so gut weiterzuentwickeln. Wir sind Polizistinnen und Leistungssportler bei der Polizei. Und wir sind amtierende Doppelt-Welt- und Europameister im Jiu-Jitsu. Wichtige Stationen unseres Lebens waren Kolumbien, wo wir die World Games Medaille 2013 geholt haben. Also 2007 hatten wir einen schweren Autounfall mit unserem Bruder auf der A1, also Richtung Wien. Ein weißer Kastenwagen ist uns rechts hinten reingefahren, wo ich gesessen bin. Und wir drei waren eben alle drei Geschwister im Auto. Und ich war schwer verletzt. Also bin 2 Tage im künstlichen Tiefschlaf dann gelegen und meine erste Rippe war gebrochen, ein Drittel der Lunge war gequetscht. Und am Unfallsort hat mich eben der Helikopter auch holen müssen und ist mich eben ZMZ-Ost geflogen. Und ja. Ja, und ich kann mich noch erinnern, dass ich, wie ich wach geworden bin auf der Unfallstelle, gesagt habe, ja, was macht denn mein Etta da drüben, soll aufstehen, wir müssen morgen nach Deutschland fahren zur Weltmeisterschaft. Und komischerweise hat sie aber genau das Gleiche im Gedanken, dass ihr das Gleiche passiert ist. Dass sie an der Unfallstelle wach war, obwohl sie das gar nicht sein konnte zu dem Zeitpunkt. Und das war eigentlich der tiefste Einschnitt in unserem Leben und hat uns sportlich eigentlich so zurückgeschmissen. Und es war halt ein ziemlich schwieriger Weg zurück. Und wir sind aber froh, jetzt da zu sein, wo wir heute sind. Und im Krankenhaus bin ich dann 2 Wochen gelegen. Und circa nach ein paar Tagen, wo die Vanessa eben entlassen wurde vom Hanusch, ist sie dann zu mir ins Zimmer gezogen, hat sich neben mir einquartiert und ist sozusagen eigentlich die ganze Zeit beiseite gestanden. Und ohne sie hätte ich den Weg zurück auch sicher nicht so gut gemeistert, ja, wie hätte ich es alleine machen müssen.